Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, das, was ihr da eben gesehen habt, das war die Venus. Die ist jetzt momentan wieder zu sehen und deshalb will ich sie euch einmal hier in diesem Video durch mein Teleskop zeigen. Hier ist sie nun, die Venus. Die Venus ist unser innerer Nachbar im Weltall. Leider lässt sich nicht viel sehen, da die Venus sehr viel Sonnenlicht reflektiert und somit keine Strukturen zu erkennen sind. Im Prinzip ist nur eine leuchtende Kugel zu sehen mit einer leuchtenden Sichel oben links, beziehungsweise einer ganz leichten Sichel, die man da schon erkennen kann. Ähnlich wie beim Mond hat die Venus auch verschiedene Phasen, je nachdem, wo sich die Venus im Orbit befindet, um die Sonne herum. Mal sieht man mehr, mal sieht man weniger und eine ganz, ganz schmale Sichel, die lässt sich allerdings nur in bestimmten Zeiträumen und dann auch nur tagsüber beobachten. So sieht die Venus aus, wenn sie von einer Raumsonde aufgenommen wird. Insgesamt waren schon über 40 Sonden zur Venus unterwegs. Lange war dennoch nicht viel über die Venus bekannt, da sie von einer dicken Wolkenschicht umgeben ist. Mittlerweile ist aber bekannt, dass es hier sehr heiß auf der Venus ist. Die Oberfläche besteht aus geschwungenen Ebenen mit leichten Erhebungen. Auch eine Menge aktive Vulkane sind auf der Venus zu finden. Die Venus wird auch Morgenstern oder Abendstern genannt, da sie sich oft am frühen Morgen oder am frühen Abend zeigt und mit bloßem Auge gut zu erkennen ist. Neben dem Mond ist sie das hellste Objekt am dunklen Himmel. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Mehr gibt es halt bei der Venus so nicht zu sehen, da der Planet, wie gesagt, sehr, sehr hell ist und deshalb erkennt man da keine Strukturen. Jupiter, Saturn, Mars zum Beispiel ist da viel interessanter. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.